Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich wirklich sehr. So schnell sieht man sich wieder. Allerdings diesmal nur in einem sehr, sehr kurzen Beitrag, muss ich dazu sagen. Weil ich habe hier so eine Sache, die möchte ich euch gerne noch einmal anteasern, in die Kamera halten und vielleicht damit auch eine Art Motivationshilfe geben. Wir haben vor einer ganzen Zeit mal über ein spezielles Thema gesprochen, über das Thema Magazine. Der gute Earl, der Milan, stellt auf seinem Kanal Earls Waschmaschine natürlich montaglich seine Magazinreihe vor. Dort sind wir mittlerweile in der über 50. Folge. Und im Fahrwasser dessen haben wir einfach mal so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, ey, meine Güte, wir müssen doch auch mal in unserer Bubble so ein eigenes Magazin auf die Beine stellen. Haha, wie toll, wie großartig, haben wir schön drüber gelacht, haben es mal ernsthaft erwogen, haben es mal wieder verworfen. Dann haben wir gesagt, komm her, wir gönnen uns einfach diesen Spaß und machen es trotzdem. Und da haben wir einfach mal so ein bisschen in die Runde gefragt in der Bammel. Ich weiß nicht, ob das nicht jeder mitbekommen hat, aber wie auch immer, wir haben in die Runde gefragt, wer den Bock hätte, sich vielleicht an so einer Sache künstlerisch in welcher Form auch zu beteiligen. So, und die Reaktion darauf, die war relativ verhalten, muss ich mal sagen. Also es gab so ein paar Ansätze, das war auch alles schön und gut. Letztendlich haben wir aber tatsächlich ein paar Leute dafür gewinnen können. Und zwar den guten Earl natürlich, der ja seines Zeichens auch sehr, sehr tolle Sachen zeichnet. Den Hannes Klesse konnten wir dafür gewinnen. Da sind wir besonders dankbar für. Dann haben wir den guten Kane, den berühmtesten und berüchtigsten Mangaka des Ostens, ebenfalls für dieses Projekt gewinnen können. Da bin ich ebenfalls unglaublich stolz drauf. Das freut mich total. Und eine Kleinigkeit habe ich noch dazu beigesteuert. Und zudem haben wir noch ein, zwei, drei Zeichnungen aus dem Dunstkreis der Bekannten des guten Earl, was uns auch über die Maßen freut. Und ja, das Ganze hat ein bisschen gedauert. Das hat sich jetzt so 3 Monate hat sich das jetzt hingezogen. Das hat ein bisschen gedauert, bis das alles aufbereitet war, bis es in Druck gehen konnte und so weiter und so fort. Das ist in den letzten Tagen passiert. Und am Wochenende habe ich tatsächlich die Exemplare der Druckerei hier auf dem Tisch gehabt, habe voller Vorfreude den Karton aufgemacht, war schon am Transpirieren und ja, dann mache ich das Ding auf und ich konnte es kaum glauben. Wir haben es endlich vor uns liegen, die erste Ausgabe des Nix-Magazins. Und mein lieber Herr Gesangsverein, ich hatte meine Ansprüche ja eigentlich relativ weit runtergeschraubt, so, weil ich dachte, komm her, man gibt das zu einer Druckerei, unser selbstgemachtes Geschwurbel, irgendetwas wird schon dabei rauskommen. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass so etwas Gutes qualitativ dabei rauskommt. Das ist wirklich extremst hochwertig gemacht. Man gibt natürlich an, was man haben möchte, welche Papierqualitäten, welche Druckqualitäten und so weiter und so fort. Das gibt man natürlich alles an. Aber so etwas dann nochmal physisch selber in Händen zu halten und das auch zu fühlen und zu sehen, was dabei rausgekommen ist, das ist natürlich super genial. Das ganze Teil hat ein Format von DIN A4. So habe ich das Ganze entsprechend angelegt, als ich die Sachen aufbereitet und zusammengestellt habe. Das vorder- und rückseitige Cover ist auf eine sehr, sehr schwere 300 Gramm Papierqualität gedruckt worden. Und der Innenteil, den ich euch gleich zeige, der hat ebenfalls eine Seitenstärke von 135 Gramm, ist also alles andere als ein dünnes Flattermaterial. Das Ganze hat um die 28 Seiten, was wir hier vor uns liegen haben.
Wie gesagt, der Earl ist vertreten, der Hannes Klesse ist mit einer langen Geschichte hier vertreten, der Kane ist vertreten, meine Wenigkeit und noch ein, zwei, drei Künstler, die die Rückseite beispielsweise zieren. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, so etwas wirklich physisch einfach mal dann auch vor sich liegen zu haben. So, ich kann euch ein ganz kleines bisschen aus dem Inhalt anteasen, werde euch bei weitem natürlich nicht alles zeigen. Der gute Earl hat zudem ein Vorwort hier beigesteuert. Wir haben ein kleines Inhaltsverzeichnis angelegt, um halt eben das Blättern ein bisschen zu erleichtern, obwohl das in dieser kleinen Ausgabe eigentlich obsolet ist. Ihr seht auf den ersten Seiten schon einen Beitrag von dem guten Milan, vom Earl. Des Weiteren hat ja der Hannes Klesse den längsten Beitrag zu dieser Magazinausgabe beigesteuert. Hannes Klesse in Schwarz-Weiß, dafür könnte ich ihm jetzt noch die Füße küssen, weil ich hatte des Öfteren mal mit dem Hannes geschrieben und habe gesagt, boah, ich würde dich so unglaublich gerne mal in Schwarz-Weiß sehen. Und glaubt mir, es ist so toll, das jetzt einfach mal in physischer Form zum Blättern vor sich zu sehen. Das ist für mich ein ganz, ganz besonderer Moment und das ist auch wirklich ein Highlight für mich. Des Weiteren haben wir den guten Kane. Da bin ich unendlich dankbar für, dass der Kane sich wirklich die Mühe gemacht hat und uns dieses Material auch zur Verfügung gestellt hat. Das ist wirklich total toll, was hier passiert ist. Zudem habe ich eine Kleinigkeit dazu beigesteuert, weil ich arbeite, wenn ich selber irgendwelche künstlerischen Sachen mache, sehr, sehr viel mit Fotomontage. Das Ganze habe ich zudem mit der Zitat eines entsprechenden Songtextes von Jeannette Napolitano überblendet, was mir persönlich extremst am Herzen liegt. Das ist mir ein ganz wichtiger Song, ein ganz, ganz wichtiger Text, der sich auf eine Phase meines Lebens bezieht. Das Ganze ist auch mit meinem Künstlerlabel mit Glenn Strange belegt. Und zudem haben der Earl und ich noch eine kleine angedachte Playlist erstellt, weil auch das Thema Musik lässt uns natürlich nicht los, beschäftigt uns natürlich. Und hier haben wir einfach mal so ein kleines bisschen rumgesponnen. Auch das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Ansonsten noch ein wenig Kunst auf den Nachsatzseiten und auf der Rückseite des Heftes. Da sind wir extremst dankbar für. Das ist eine super tolle Ausgabe geworden und ich bin unfassbar begeistert darüber. Ich habe mir jetzt mein Exemplar habe ich mir schon aus diesem Karton gefischt. Die restlichen Exemplare werde ich an den guten Earl schicken. Das Paket geht morgen auf die Reise, sollte also in den nächsten Tagen bei ihm eintreffen. Und er wird dementsprechend die Exemplare dann an den Hannes Klesse und an den Kane auch weiterleiten. Und jeder, der Interesse an dieser Sache hat, kann dieses angedachte, leicht avantgardistische Magazin, wie es so unsere Art ist, natürlich auch erwerben. Und wir können das leider Gottes, wir hätten es gerne gemacht, aber wir können es leider Gottes nicht verschenken, weil ihr könnt euch vorstellen, dass die Druckkosten heutzutage nicht gerade unerheblich für so eine Sache sind. Und wir würden das, wenn wir es abgeben, für einen Obolus von 5 € verkaufen. Damit arbeiten wir gerade kostendeckend. Also wer das haben möchte, kann das gerne anfragen. Entweder beim guten Earl, beim Kane oder beim Hannes Klesse. Die Mailadressen, Kontakte findet ihr normalerweise von den Herrschaften in deren Kanalbeschreibungen. Da sind die hinterlegt und dort könnt ihr dann, sofern noch Exemplare über sind, diese Sache erwerben. Wir haben das erstmal nur in einer ganz, ganz kleinen Auflage gemacht, weil das so schon relativ teuer war. Das heißt, wir haben insgesamt nur 20 Exemplare
Die Möglichkeit besteht aber, wenn jetzt der riesige Ansturm kommt, was wir ehrlich gesagt nicht erwarten, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, diese Sache irgendwann mal nachdrucken zu lassen. Aber das ist eine Sache, um die geht es in diesem Video eigentlich auch nicht. Wie gesagt, wir wollen uns ja auch nicht an so einem Quatsch bereichern oder so. Das ist ja totaler Nonsens. Wir haben das wirklich für den Spaß an der Freude gemacht, weil wir halt eben alle so ein bisschen nerdig bei uns hier unterwegs sind in der Bubble. Und warum ich dieses Teil in die Kamera halte, ist natürlich ein ganz besonderer, weil wie gesagt, wir hatten anfänglich ja nachgefragt und hatten vielleicht drum gebeten, Kerr, wer Lust hat, irgendetwas dazu beizusteuern, kann das natürlich machen. Und wir haben total Bock, so etwas weiterhin auf die Beine zu stellen. In welchen Konstellationen, in welchen Formaten und so weiter, das steht erstmal außer Acht. Aber wir können nur noch mal sagen, jeder, der Lust hat, sich in so einer Form verewigt zu sehen, der kann uns gerne irgendwelche Sachen schicken. Und ich sage das noch mal, es müssen keine Beiträge in Form von gezeichneten Comics oder Grafiken und so weiter sein. Es können auch Texte, es können auch Dichtungen, es kann auch irgendwelches Gedudel sein. Also jeder, der in sich irgendeine Art der künstlerischen Ader spürt und einfach mal ein, zwei, drei, was weiß ich, Seiten raushauen möchte, in Druckform sehen möchte, was ja auch immer ein schönes Erlebnis ist, glaubt es mir, ich bin total happy und das ist ein besonderes Gefühl. Also ich kann euch nur sagen, dann haut in die Tasten und lasst uns solche Sachen einfach mal zukommen. Der Augenmerk liegt natürlich auf Grafik in welcher Form auch immer. Der Augenmerk liegt natürlich auch auf Comic in welcher Form auch immer. Das kann stumm sein, das kann mit Sprechblasen sein, das ist vollkommen egal. Aber jeder, der sich berufen fühlt, zu schreiben, zu dichten, wie auch immer, schickt uns diese Beiträge. Wie gesagt, noch einmal, es muss nicht gezeichnet sein, weil wir haben Bock, da vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen. Und von daher wären wir euch unfassbar dankbar, wenn ihr uns etwas schickt. Und damit soll es auch teasermäßig gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und Peace and Love, meine Besten. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, meine Lieben.